bin Lukas Lenke und ich studiere im Studiengang Maschinenbau, Konstruktion und Fertigung. Das Studieren an der HWR Berlin ist für mich schon ein Stück weit was Besonderes, gerade im Bereich Maschinenbau, weil wir der kleinste Studiengang an der Hochschule sind. Das hat eben die Vorteile, dass das alles so ein bisschen familiärer wirkt und dadurch ist das Verhältnis zwischen den Studierenden einfach, also die Gemeinschaft zwischen den Studierenden ist eben gegeben und das Studium macht großen Spaß, gerade dadurch, dass wir so ein gutes Verhältnis zwischen den Lernenden und den Lehrenden haben. Gerade auch die Betreuung durch eben den Fachrichtungsleiter Professor Steinmann ist hervorragend und da fühlt man sich nie irgendwie im Stich gelassen oder so, sondern wird gut betreut. Der Praxisbezug im Studium ist mir persönlich sehr wichtig, weil man zum einen direkt, die Theorie kann manchmal ziemlich dröge sein, sage ich mal. Und dann sieht man direkt, gerade im Labor, wo wir auch viele Versuche machen, was das so für Auswirkungen hat in der Praxis. Und im Unternehmen wird das dann auch nochmal vertieft und man sieht eigentlich, wofür man das alles lernt, was man in der Theorie hat und kann das dann in der Praxis teilweise umsetzen und beziehungsweise sieht, eben, wofür man das macht. Das Tolle ist am Maschinenbau, dass wir wirklich physikalische, naturwissenschaftliche Grundlagen haben mit einem gewissen Tiefgang, aber die anwenden in der Technik und zwar sowohl bei einer herkömmlichen Technik, aber auch eben bei neuen Technologien und das ist dann was Besonderes und das ist auch ein Studiengang, den man eben nicht so einfach ersetzbar hat, weil da jeder mitreden kann. Zum Beispiel die Umweltschutzproblematik lösen Sie nicht am Politikertisch oder am BWLer-Tisch. Wenn Sie was für den Umweltschutz tun wollen, müssen Sie zwangsläufig Maschinenbau studieren. Hinzu kommen noch so Vorteile, dass das duale Studium vergütet ist und dass man beste Übernahmeaussichten im Partnernehmen hat. In den Praxisphasen bin ich immer in verschiedenen Bereichen eingeteilt bei Vattenfall und da sieht es so aus, dass ich ein Thema oder Projekt bearbeiten soll und das soll den Vattenfall in einem konkreten Punkt weiterhelfen. Und es ist auch so, dass man eben viel in den Kraftwerken unterwegs ist, einem vieles gezeigt wird und erklärt wird und bei der Wartung kann man dann auch eben Einblick bekommen in die unterschiedlichen Maschinen, also beispielsweise wie eine Dampfturbine aufgebaut ist, kann man dort sehen und ist schon interessant, weil man eben sieht, das, was man in der Theorie gelernt hat, gerade zu Dampfturbinen, sieht man dann eben in der Praxis, wie das angewandt wird und man kriegt nochmal ein bisschen mehr so ein Gefühl von den Dimensionen, die das auch alles hat, weil auf dem Papier sieht das alles immer so klein aus und dann sieht man die Dampfturbine in echt und dann ist es schon beeindruckend. Nach meinem Studium ist mein Traum eigentlich als Berechnungsingenieur tätig zu sein, das heißt Spannung oder Verformung von verschiedenen Bauteilen, gerade im Automobilbereich zu berechnen oder auch der Bereich der Strömungsmaschinen oder der Strömungsberechnung interessiert mich sehr, was eben den Berechnungsingenieur auch umfasst.